Heiße Posen und viel nackte Haut. Patricia Dinkel geizt nicht mit ihren Reizen und zeigt gerne, was sie hat. Nicht nur auf ihren Körper ist sie mächtig stolz, sondern auch auf ihren Titel Playmate des Jahres 2018. Doch was sagt sie zu ihrer Freizügigkeit in Zeiten von Gleichberechtigung und Genderdebatten? Ich persönlich sehe es so, dass eine Frau schon mit diesen weiblichen Reizen spielen sollte. Oder natürlich ist es ein Privileg als Frau, damit spielen zu können. Und ich finde, warum soll man sowas nicht ausnutzen und sich dann gleich mit einem Mann so stellen? Finde ich, da haben wir doch einen absoluten Vorteil. Und ich persönlich zeige mich ja auch auf meinem Social-Media-Kanal auch mal ganz normal in Arbeitshose und ja, einfach schmutzig vom Bau. Und das gehört aber trotzdem zu mir. Aber ich finde, dieses Sexy-Peel nach außen, das gehört auch mit zusammen in das Komplettpaket. Und ich finde, das kann schon eine Frau absolut vertreten, ne, ihre Weiblichkeit. Sich in der glamourösen Playboy-Welt auszuruhen, kommt für die 24-Jährige aber nicht in Frage. Sie steht ihre Frau und packt als Unternehmerin im Familienbetrieb kräftig mit an. Gleichberechtigung ist auch für sie ein Thema. Und das nicht nur an diesem einen besonderen Tag. Ist jetzt bei mir nicht rot im Kalender angestrichen, weil ich der Meinung bin, dass man das ganze Jahr für so ein Thema kämpfen muss oder auch es publik machen sollte und nicht nur an einem bestimmten Tag. Das ist das gleiche Beispiel mit dem Valentinstag. Man will ja das ganze Jahr über die Wertschätzung von seinem Mann und nicht nur an einem bestimmten Tag. Und so sehe ich das eben auch an dem Weltfrauentag. Man soll das ganze Jahr für sich einstehen und wir Frauen sollten zusammenhalten und uns stark machen das ganze Jahr und nicht nur an einem bestimmten Tag. Leicht bekleidet und top gestylt zeigt sich die schöne Bambergerin auf ihren Social-Media-Kanälen. Mit ihrem makellosen Aussehen ist sie für viele Frauen und vor allem für junge Mädchen ein Vorbild. Doch dass dieser perfekte Eindruck auch mal mehr Schein als Sein ist, das weiß auch das Playboy-Häschen und stellt klar, dass einfach sich auch andere Frauen sich nicht immer diesen Druck nehmen, dass man genauso perfekt aussehen muss. Man darf, wie vorhin schon erwähnt, man darf das wirklich nicht vergessen, dass da professionelle Fotografen und Make-up-Visagisten dran sind, dem Körper perfekt aussehen zu lassen. Ne? Dass du daheim im Bett nicht so aussiehst, das muss sich halt aber einfach jeder mal vor Augen halten. Ne? Und man darf auch da die Realität nicht vergessen. Und ich finde, da müssten auch wir Frauen ein bisschen zusammenhalten, ne? Und uns einfach ein bisschen auch zusammentun und zusammen uns stark machen in den Bezug darauf hin, dass man einfach sich sexy zeigen darf. Ein gesundes Selbstbewusstsein und sich immer treu bleiben, das ist ihr Erfolgsgeheimnis. Werte, für die sie einsteht und weitergeben will. Und das nicht nur am Weltfrauentag.